Ich wünsch mir was. Was ist denn das? Das ist ein Schloss aus Marzipan. Mit Türmen aus Rosinen dran und Mandeln an den Ecken. Ganz zuckersüß und braun gebrannt. Und jede Wand, sie ist aus Zimt und Zuckerkant. Da kann man tüchtig schlecken. Und Diener laufen hin und her mit Mousse und Marmelade. Und drinnen, in dem Schlosse drin, sitzt meine Frau, die Königin, und isst aus Schokolade. Und schweiget still, was ich euch wunders sagen will, von einem guten Lande. Es bliebe mancher nicht daheim, könnt ihr dorthin gelangen. Die Gegend heißt Schlaraffenland, ist faulen Leuten wohlbekannt, liegt hinter Zuckerwellen. Und willst du in das Land hinein, friss dich durch diese Stellen. Der Wall ist schier 3 Meter lang. Da beiß dich durch und sei nicht bang. Gelingt dir's ohne Schaden, so findest du die Häuser all gedeckt mit Eierfladen. Um jedes Haus, da ist ein Zaun, geflochten von Bratwürstenbraun, schön gar und wohlgeraten. Die Wände sind aus Lebkuchenteich, die Sparren aus Schweinebraten. Die Brunnen sind voll süßem Wein, der rinnt gleich in den Mund hinein. Und andere süße Sachen, die gibt es hier so viel man will. Wer hier lebt, der kann lachen. Fängt später es zu schneien an, so schneit es nichts als Marzipan, Rosinen und auch Mandeln. Und wer die gerne knabbern mag, der soll dem Rat nach handeln. Auf Tannen wachsen große Krapfen, wie hierzulande Tannenzapfen. Wer tölpisch ist und gar nichts kann, wird in dem Lande Edelmann. Und wer nichts tut als schlafen, essen, trinken, tanzen, spielen, der wird zu einem Grafen. Der Allerfaulste in dem Land wird hier zum König gar ernannt und hat ein Großeinkommen. Des Landes Art und Eigenschaft, die habt ihr nun vernommen. Wer sich will machen auf die Reis und selbst den Weg dorthin nicht weiß, mag einen Blinden fragen. Ein Stummer ist auch gut dazu, wird ihm die Richtung sagen. Lass uns nur und runter sein, und uns gleich dort ein.
Ein großer Teich war zugefroren. Die Fröschlein in der Tief verloren, durften nicht ferner quaken noch springen, versprachen sich aber im halben Traum, fänden sie nur da oben Raum, wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz, nun ruderten sie und landeten stolz und saßen am Ufer sie weit und breit und quakten wie vor alter Zeit. Im Mutter das
Und es begab sich, dass vom Kaiser Augustus das Gebot ausging, dass alle Welt geschätzt werde. Und so ging jeglicher in seine Stadt. Auch Josef von Nazareth aus dem Geschlechte Davids zog mit Maria, die gesegneten Leibes war, hinauf nach Bethlehem. Oh,
Und während sie dort waren, geschah es, dass sich die Tage erfüllten und sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil nicht Platz war für sie in der Herberge. In derselben Gegend aber waren Hirten auf dem Felde und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und sprach: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dies soll euch zum Zeichen sein. Ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln eingehüllt und in einer Krippe liegen. Thank you.
Und mit dem Engel erschien eine große Schar des himmlischen Heeres, die Gott lobten und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Und die Hirten gingen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Und so erfüllte sich das Wort des Herrn. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach heißen, dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl? Schöner als bei frohen Tänzen ein geputzter Kronensaal. Wisst ihr noch wie voriges Jahr es am einen Abend war? Was für wunderschöne Sachen bringt euch dann der Weihnachtsmann? Eure Freude, euer Lachen klingt wie Engelsjubel.